So, ich möchte euch alle heute auf eine kleine Reise mitnehmen. Im wörtlichen Sinne, nämlich es geht um eine kleine Urlaubsreise, aber auch im metaphorischen. Nämlich stellt euch gerne mal die nächsten Bilder in einer Art Filmsequenz vor, wie es gerade schon angekündigt worden ist. Wo geht die Reise hin? Wir fahren nach Italien. Haben bestimmt einige von euch schon mal erlebt. Man fährt mit dem Camper nach Italien, mit der Familie, Mann, Frau, die zwei Kiddies unterwegs. Und man steht im Stau. Der Stau ist natürlich jetzt ein bisschen länger, es geht über Stunden. Alle sind schon ein bisschen angenervt, aber es heißt drum, man kann jetzt endlich mal wieder Zeit miteinander verbringen. Und irgendwann kommt man dann auch an seinen Zielort an. Der Campingplatz ist vielleicht nicht ganz so luxuriös wie erhofft, aber man ist da, man freut sich, wie gesagt, dass man, obwohl es beruflich vielleicht gerade auch ein bisschen schwierig ist und alles, Zeit miteinander verbringen kann, sich das, die Zeit freigenommen hat. Und nachdem man jetzt so lange unterwegs war, natürlich muss man erst mal was essen gehen. Und alle sind schon mega hungrig und gespannt. Und das schwäbische Familienoberhaupt guckt natürlich auch die Karte erstmal und sagt, aha, irgendwas kommt mir da jetzt ein bisschen Spanisch vor. Und spackelt auf gut Deutsch, Neudeutsch ein bisschen damit, rauszulesen, ja, es sind, also, was, ist das ein guter Preis oder hin und her, also mit der Währung, jetzt hat mein Handy keinen Empfang, ganz, ganz schwierig, aber sei es drum, wir sind jetzt im Urlaub, kommt, bestellt, was ihr wollt, haben ja alle Hunger und gut gesättigt, gehen dann alle erstmal für den anstrengenden Abend wieder nach Hause. Am nächsten Tag gehen sie auf den römischen Markt, die Kiddies, mega gehypt, es gibt viel zu entdecken, es ist eine super schöne und tolle Umgebung, mega Wetter. Die Eltern schauen sich auch ein bisschen um und nach ein paar Minuten kommt die Tochter zurück mit so einem kleinen Souvenir. Das ist so ein kleines Stück von der römischen Mauer, Plexiglas verpackt, manche ahnen es vielleicht schon, wird wahrscheinlich auch nicht so günstig gewesen sein. Und sagt der Vater, ja, also das tut mir jetzt mega leid, aber das müssen wir zurückgeben, weil das, also, das geht nicht. Er geht mit der Tochter zu dem Händler und versucht da in einem eher schnetten, dann hitzigen Gespräch das Ganze wieder zurückzugeben. Und es ist klar, das wird zwar sehr hitzig und emotional, aber da ist nichts zu machen. Das Geld ist schon los und zumindest hat die Tochter ihr Souvenir bekommen. Währenddessen fällt der Mutter auf, ja, warte mal, wo ist denn unser Sohnemann eigentlich abgeblieben? Der steht, oh Gott, der steht da hinten. Und zwar ganz nah an der Mauer, also am Ende dran und winkt, während er die Kamera in der Hand hat, so, hallo, guck mal. Und es kommt, wie es kommen muss, die kleine Touri-Gruppe daneben, da greift jemand mit der Hand raus, zieht ihm die Kamera weg, der Junge kommt leider ins Straucheln und stürzt. Sehr dramatische Szene, Gott sei Dank sind viele Menschen da, sucht jemand gleich den Krankenwagen und die Familie sagt, ja, scheiße, hier Kamera, aber egal, Hauptsache, der Junge kommt jetzt ins Krankenhaus und dem wird geholfen, weil das ist das Wichtigste. Also letzten Endes, scheißegal, was mit der Kohle passiert, so, wir müssen jetzt einfach gucken, dass es uns wieder gut geht. Im Krankenhaus angekommen, ist aber gleich das nächste Drama am Anbahnen, und zwar ja, mit einer deutschen Krankenkassenkarte kommt man leider nicht überall so weit. Manchmal heißt es dann einfach auch mal Vorkasse, am liebsten vielleicht auch Bar, wenn es geht. So. Das ist natürlich zugegebenermaßen eine recht dystopische Geschichte, aber wenn man sich jetzt mal das vorstellt, als Werbefilm verpackt, könnte das sehr gut zeigen, was uns blühen könnte, wenn wir eine Sache nicht hätten, und zwar ein geeintes Europa. Denn diese Geschichte wäre zumindest in der Form, wie wir sie uns jetzt gerade eben vorgestellt haben, in unserem Europa, wie wir es jetzt gerade haben, nicht so, zumindest nicht so dramatisch möglich gewesen. Wir können auch ganz kurz nochmal schnell durchgehen, was denn da jetzt so für Konsequenzen drin gewesen wären. Also ganz klar, die Grenzstaus, wirtschaftliche Lage geht für uns alle zurück, verschiedene Standards bei Sachen wie Kommunikation oder auch Währung, die angestiegene Kriminalität und nicht zuletzt die europäische Krankenversicherungskarte. Das ist natürlich jetzt nicht schlimm, wenn ihr das jetzt alles nicht gleich rausgesehen habt, viele wahrscheinlich doch, also meine Freundin hat alles erkannt, die hat gesagt, das ist ja voll offensichtlich, aber ich fand das schon krass und die Frage ist natürlich jetzt bei einem Film, also warum genau
muss es denn jetzt so ein Beispiel sein? Ja, ich wollte einfach mal das Ganze von einer anderen Seite betrachten, und zwar, wie wird es denn aussehen, wenn wir mal unsere Freiheit, die wir ehrlich gesagt alle für ein bisschen selbstverständlich sehen und wo wir eigentlich auch alle kennen, wie es sich anfühlt, in Freiheit zu leben, wenn wir darauf verzichten müssen. Und es ist einfach so, die meisten Menschen reagieren auf einen Verlust einfach viel, viel stärker als auf einen Gewinn. Das kennt man aus verschiedenen Medienphänomenen, nicht zuletzt aus der Presse, dass negative Nachrichten immer ein bisschen besser ziehen als positive. Und beim Thema Europa gibt es einfach nur zwei Lager, so meiner Wahrnehmung nach, nämlich den Leuten, denen man es relativ schwierig recht machen kann, und denen, die zwar ein bisschen überzeugt sind, aber jetzt nicht die EU-Ultras sind. Und das war so ein bisschen auch der Ansatz, um diese zwei Gruppen miteinander vereinen zu können. Deshalb habe ich eben auch diese drastische Darstellung gewählt. Warum jetzt überhaupt ein Werbefilm? Also, der Thomas hat es vorher schon angekündigt, ich bin Filmemacher, aber wenn wir alle überlegen, was kommt unserer natürlichen Wahrnehmung am nächsten? Und das ist einfach Film, das sind bewegte Bilder, das ist Ton, das zeigt uns einfach die Welt, wie wir sie jeden Tag erleben. Dadurch können wir das wahnsinnig schnell aufnehmen, man kann Sachen konkret darstellen, mir geht jetzt die Zeit aus, man kann einfach so viele Sachen damit machen. Und die Umsetzung wäre ein Thema für nächstes Mal. Falls sich da irgendwann nochmal ein Thema ergibt, was dazu passt, können wir das gerne nochmal aufgreifen. Ansonsten entlasse ich euch gerne mit dem Behind-the-Scenes-Bild von dem Dreh von uns und wünsche euch noch einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.